Meine Damen und Herren, im Namen des Initiativkomitees und des Vereins Mono möchte auch ich Sie zum heutigen, für uns und hoffentlich die ganze Schweiz, denkwürdigen Tag begrüßen. Dass wir als kleine Gruppe besorgter Bürgerinnen und Bürger es geschafft haben, über 110.000 Unterschriften zu sammeln, lässt mich hoffen, dass in den nächsten Monaten immer mehr Menschen, die angesichts der Krisen des existierenden Geld- und Finanzsystems bereits kapituliert haben, neuen Mut fassen und erkennen, es gibt Lösungen, wir können etwas tun. Ich möchte all jenen danken, die in den vergangenen Monaten und Jahren dazu beigetragen haben, die Vorgängerinitiative auf den Weg zu bringen. Einige davon sind heute anwesend. Neben den Referentinnen sind das namentlich Thomas Meyer, der Kampagnenleiter, und Daniel Meyer, der Geschäftsführer von MOM. Die zahlreichen weiteren Helferinnen und Unterschriftensammler und Spenderinnen kann ich nicht namentlich erwähnen, aber sie alle verdienen großen Dank. Nicht zu vergessen jene Wissenschaftler, die das Vollgeldkonzept teils schon vor Jahren, Jahrzehnten begründet und weiterentwickelt haben. Wenn ich auf die Lancierung vor 18 Monaten und die ersten Kommentare zurückblicke, zeigt sich, einerseits wird unser Vorhaben oft mangelhaft und missverständlich beschrieben, andererseits aber dann ziemlich unverblümt angegriffen. Zu gut, um wahr zu sein, zu kostspielig, zu riskant, gigantisch, krass und natürlich revolutionär. Hoffentlich kann diese Medienkonferenz etwas zum nüchterneren Verständnis der Sache beitragen.